Wenn Dozierende am Ende ihrer Lehrveranstaltung den Inhalt der Vorlesung zusammenfassen, dann wissen sie, dass sie den Inhalt der Vorlesung zusammenfassen können. Wenn Lehrende aber wissen wollen, ob die Studierenden den Inhalt der Vorlesung ebenfalls erfasst haben, dann können sie das mit dem Hörsaalspiel Schlagzeile schnell ermitteln. Das Hörsaalspiel Schlagzeile wurde nach einer Idee von Professor Dr. Michael Suder entwickelt und ist für alle Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Schlagzeile soll der Inhalt der Vorlesung von den Lernenden zusammengefasst werden. Damit erhalten sowohl Dozierende als auch Studierende sofort ein Feedback darüber, an welche inhaltlichen Schwerpunkte der Lehrveranstaltung sich die Studierenden erinnern. Außerdem sollen mit dem Spiel die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Zuerst wird der thematische Bezug zwischen Vorlesung und Hörsaalspiel durch die inhaltliche Zusammenfassung der Lehrveranstaltung sichergestellt. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb im zeitlichen Verlauf der Vorlesung sowohl während als auch am Ende der Lehrveranstaltung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel ist dem Genre Rollenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich eine Stoppuhr. Bereiten Sie aber ruhig ein paar Beispiele für Titel von Fachzeitschriften und Schlagzeilen vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Zufall und Bewegung. Leiten Sie von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie die Studierenden auffordern, sämtliches Material von den Tischen zu nehmen und diese nach unten zu klappen. Die Studierenden sollen nun Gruppen mit etwa 3 Personen bilden und für ihre Kleingruppe den Namen einer Fachzeitschrift auswählen. Unterstützen Sie die Studierenden, indem Sie beispielhaft ein paar Titel von Zeitschriften Ihres Faches nennen. Als Redaktionsteam einer Fachzeitschrift sollen sich die Studierenden nun innerhalb von einer Minute eine Schlagzeile überlegen, mit der sie inhaltliche Schwerpunkte der Vorlesung kurz und knackig zusammenfassen. Gehen Sie währenddessen durch den Hörsaal und fordern Sie eine Kleingruppe leise dazu auf, Ihnen den Namen der Fachzeitschrift und die Schlagzeile zu nennen. Beenden Sie die Vorbereitung auf das Spiel, indem Sie diese Kleingruppe bitten, aufzustehen und in verteilten Rollen laut Ihren Namen der Fachzeitschrift und die Schlagzeile zu nennen, sowie die nächste Gruppe zu bestimmen. Wiederholen Sie diesen Vorgang etwa 5-mal. Teilen Sie bei Interesse an Feedback den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel einzelne Schlagzeilen aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie besonders gelungene Ergebnisse an der Tafel und sichern Sie das Tafelbild mit digitalen Medien. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und stellen Sie den Studierenden das digital gesicherte Tafelbild für die Nachbereitung der Vorlesung online zur Verfügung. Überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.